Hi, ich bin Nick und heute zeige ich euch das 3x3 Übung. Das könnt ihr auf der Driving Range ganz gut machen oder auf dem Golfplatz auch. So, man nimmt einen Schläger, ich habe Eisen 5 am Brustkorb dran. Jetzt drehen wir alles: Oberkörper, Hüfte, Knie, Füße in Richtung Ziel. Das Ganze dreimal. Jetzt die Hüfte und Oberkörper, die Hüfte und Oberkörper, die Hüfte und Oberkörper. Jetzt ein kleiner Rückschwung, Hüfte, Oberkörper, Rückschwung. Das nenne ich 3x3. Es leitet hiermit, lernen wir, wie man einen Rückschwung einleitet. Damit lernen wir, wie wir die Richtungswechsel einleiten. Und diese Endposition ist da, wo man enden muss. Ich wünsche euch echt einen schönen Tag und bis bald. Ciao.